Schönen guten Morgen. Also, so schaut es hier aus. Ich bin am Omaha Beach und hier bin ich gestern hintergefahren und fast stecken geblieben. Die halbe Frontstoßstange fast abgerissen. Aber schaut euch das mal an. Leute, noch so ein Spot, wo ihr unbedingt hin müsst, wenn ihr mal in Frankreich seid und schon an der Nordküste seid, ist folgender. Gebt euch das mal, Saint-Michel. Okay, also super cool, schaut alles super geil aus, super viele touristische Geschäfte hier, aber trotzdem, dass es der erste ist, ist hier so viel los, es ist unglaublich. Also ich möchte gar nicht wissen, was hier los ist, wenn es wirklich voll ist, aber hier Maske die ganze Zeit ist eh zwingend erforderlich, sonst kommst du nicht rein. Ach Gott, also schade, dass so viel los ist. Platz für heute Abend. Es ist ein bisschen windig, es ist ein bisschen kalt, aber ich meine, ihr seht es im Hintergrund, gibt es eine krassere Optik. Hoch über dem Meer. Und ihr denkt, die Seite ist krass. Jetzt zeige ich euch mal noch was. Die Seite ist noch lange nicht so krass. Schaut euch mal das an. Ha, Sonnenuntergang. Wie abgefahren, oder? Naja, ich hocke mich jetzt noch ein bisschen hin und arbeite am PC, damit ihr dieses Video auch schauen könnt. Und wir sehen uns morgen früh. Bis dann. So ist es offiziell. Das Dach ist zwar dicht, aber ich habe die nächste Regenquelle gefunden. Die Hecktür. Und zwar läuft hier, wie ihr seht, Regen runter. Und zwar von da oben. Seht ihr das Loch? Also neue Dichtung für die Tür besorgen und dann ist der Bus auch wieder dicht. Warum du einen Van brauchst? Bah, guten Morgen. Oh je. Es regnet schon die ganze Zeit. Der Parkplatz hat sich in eine Matschpiste verwandelt. Guten Morgen. Und so schaut es jetzt hier aus. Ist das eine geile Optik, seid mal ehrlich. Kaum cooler, oder? Jetzt gibt es gleich Kaffee. Ich habe gestern neue Freunde gefunden, Franzosen, die auf einen Wein eingeladen. Heute Morgen bin ich auf einen Kaffee eingeladen. Bis später. Tja, jetzt habe ich mich so gefreut, dass das Fenster dicht ist. Schaut mal hier.
Da ist schon ein Wassertropfen dran. Seht ihr das hier? Und hier alles komplett nass. Hier. Alles komplett nass. Das gibt's doch gar nicht. Komplett neu eingedichtet mit Sikaflex. Hält nicht. Komischerweise hier ist es nicht. Ah doch, da fängt es jetzt auch an. Also hier ist jetzt den ersten Tag. Aber gut, es regnet echt stark, aber trotzdem. Ja, ich darf das ganze Ding wohl rausreißen und einmal neu machen. 2 Stunden Fahrt später, wir sind in Croissant. Also nicht Croissant, sondern Croissant. Und so schaut's hier aus. Na? Wie krass ist das? Hier drüben, das wird wohl bei Flut nachher voll sein. Ich nehme mal an, das kommt auch noch höher bei Flut. Bretagne, Leute, ich sag's euch, die Bretagne. Zu krass. Nach der Normandie an die Bretagne ist auf jeden Fall der richtige Weg. Schaut euch mal an, wie geil das ausschaut. Ich glaube, wir müssen hier Muscheln sammeln gehen. Schaut euch das mal an. Ja. Wie viele Austern kann es denn hier bitte geben? Man, da drüben sind welche und sammeln Muscheln, aber der ganze Strand ist voller Austern. Gefunden. Also ich habe gelesen, du musst hinten an das Scharnier der Auster und gucken. Ich habe halt nur dieses Messer dabei. Ich meine, ich komme hier schon rein. Ah. Da verliert sie schon Wasser. Das ist wohl ein ziemlich gutes Zeichen. Naja, ich komme komplett rein in die Auster. Okay, so, Auster geöffnet, mit echt wenig Aufwand. So, jetzt soll man das gucken. Dass die uns so den Rand abfahren und schauen, ob die sich zusammenzieht. Okay, man soll außerdem dran riechen. Es muss riechen wie frische Meerluft. Ja, riecht sehr gut. Und dann soll man die essen können. Tja, ich habe noch nie in meinem Leben Auster gegessen. Also lasst uns das mal zusammen probieren. Das ist es. Und man soll mehrfach drauf kauen. So, wir sind jetzt 5 Minuten vergangen. Ich merke es direkt im Magen, muss ich ehrlich sagen.